Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe des Periskops. Weihnachten, das ist nicht nur der alljährliche Höhepunkt des Massenkonsums, sondern es ist auch eine Zeit, in der wir unser Augenmerk auf jene Personen legen, die unsere Hilfe brauchen. Auf sozial Schwache, Obdachlose, beeinträchtigte Personen oder Kinder. Eine Gruppe, an die man allerdings nicht sofort denkt, sind die Roma. Dass aber auch die Roma unsere Hilfe brauchen, das hat der Salzburger Filmschaffende Kurt Bauer schon in einigen seiner Filme bewiesen. Nach seinen jüngsten Erlebnissen in Rumänien hat er dann aber beschlossen, nicht nur zu filmen, sondern selbst aktiv zu werden. Er hat den sogenannten Roma-Bildungscheck ins Leben gerufen. Was das genau ist, das wird er uns selbst noch gleich im Studio erklären. Zuvor gibt er uns aber einen kleinen Einblick in den Alltag der Roma in Rumänien. Ich bin am Weg zu den Roma-Familien in Pauleska. Pauleska liegt ungefähr 15 Kilometer außerhalb von Pitești und ich besuche die Familien, die heuer im Sommer bei uns in Salzburg gewesen sind. Pauleska gehört zu Pitești und in dieser Stadt sind 834 Roma bei der Volkszählung 2011 registriert worden. Die Straße ist jetzt mit Schlaglöchern übersät. Es gibt keine Brücken, sondern nahezu nur Furten. Wir Roma sind mit wenig aufzufüllen. Die haben ja keine großen Ansprüche und keine großen Erwartungen. Bereitwillig werden mir alle Türen geöffnet, ich darf alle Räume betreten und darf alles dokumentieren. Ich frage Reim, wovon diese Menschen leben. Überwiegend hier leben sie schon auch privat, persönlich selbst zu versorgen, das heißt auch jeder nach dem, was wer hat, eine Kühe, zwei Kühe, jemand hat zwei Ziegen oder was anderes. Vor dem Betreten des Wohnraums werden die Schuhe ausgezogen. Die Wohnräume sind sauber. Am Boden liegen Teppiche und die Wände sind geschmückt. Ich habe in keinen der Räume fließendes Wasser gesehen. Gekocht wird auf offenem Feuer. Aspetta, Moment. Aprimi la porta, per favore. Das sind meine Leute, ich habe sie jetzt erkannt. Zu der Roma-Familie, die wir besuchen wollen, führt dieser Weg durch einen Bach, einer matschigen Straße und dann führt er hinauf durch einen Hohlweg, der gleichzeitig Straße und Müllabfuhr ist. Bei Regen und Schneeschmelze befördert dann dieser Bach den ganzen Schmutz nach draußen. Okay.
So, das ist der Lebensraum von der Familie Tudor rechts. Es leben Mutter, Vater und 6 Kinder in diesem Lebensraum. Und hier mit verbringen sie deren Alltag. In diese 2 Betten, eine selbstgebaute Ofen. Diese Roma, die hier überwiegend in Paulesco sind, alle Rudaren. Die Rudaren sind eine Roma-Stamm. Was bedeutet Rudar? Rudar bedeutet Bergarbeiter. Ja. Früher haben sie Bergarbeiterarbeit gemacht, während der Zeit Ceausescus. Und danach ist nichts mehr, aber die haben schwer gearbeitet. Nur die waren glücklich auch mit dieser Schwerarbeit. Tief betroffen und bewegt verlasse ich die Roma-Siedlung. Die materielle Armut dieser Menschen hier ist verbunden mit dem Zustand, dass viele weder lesen noch schreiben können. Ich frage mich, was haben deren Kinder für eine Zukunftschance und Lebensperspektive? Und Kurt Bauer ist jetzt bei uns im Studio zu Gast. Danke, Kurt, dass du gekommen bist. Gern. Du hast auf Grundlage oder auf Basis deiner Erfahrungen in Rumänien den Roma-Bildungscheck ins Leben gerufen. Kannst du mal ein bisschen erklären, was denn der Roma-Bildungscheck ist? Gern. Der Roma-Bildungscheck hat eine Vorlaufzeit von 3,5 Jahren. Im Zuge dessen, dass ich jetzt meinen 3. Film über die Roma und deren Lebensumstände mache, in diesem Zug habe ich mir immer überlegt, was kann denn ich eigentlich als Filmemacher, unter Anführungszeichen, der schwer betroffen ist von dem, was er sieht, tun. Und ich muss sagen, 2 Jahre war das wirklich ein Ringen, weil ich vor lauter Roma überhaupt noch nicht gesehen habe, wo kann man einsetzen und wer braucht Hilfe. Ich habe bei meinen Erfahrungen auch sowas von Widerständen und Ängsten überwinden müssen, weil ich in den Slums in Košice gefilmt habe und ich war so betroffen von diesen Umständen, dass ich nicht einmal die Kamera ruhig halten können. Und umgekehrt habe ich erlebt, dass die Roma keine besondere Freude daran hatten, wann ich eine Kamera auf sie gerichtet habe. Aber vorher möchte ich mal sagen, dass es wichtig ist, festzustellen, dass Roma nicht gleich Roma sind. Es gibt Roma in gesellschaftlichen Positionen, die ganz normal in ihren Berufen nachgehen. Es gibt Roma, die sehr reich sind und dann gibt es Roma, die arm und noch ärmer sind und mit denen beschäftige mich. Ich. Und im Zuge dieser Beschäftigung habe ich den Roma-Bildungscheck entwickelt. Der Bildungscheck ist eine direkte finanzielle Investition an Roma-Kinder, Familien oder einfach Zuständen wie zum Beispiel Förderung, damit die überhaupt in die Schule gehen können, und unterscheidet sich von den Spenden, dass es hier wirklich auch denen, die diese Idee des Schecks finanziell unterstützen, auch wissen, wofür dieses Geld direkt für eine Person ausgegeben wird. Das müssen wir jetzt, glaube ich, den Zuseherinnen und Zusehern noch ein bisschen näher erklären. Du sprichst also von keiner Spende im herkömmlichen Sinne, sondern von einer Investition, weil, wie du schon gesagt hast, die Menschen wissen, wo genau oder für welche Familie das Geld eingesetzt wird. Wie funktioniert das genau? Also ich spende Geld oder ich gebe Geld und was passiert dann? Zuerst einmal geht es mir darum zu sagen, dass das Ziel dieser Investition immer Bildung ist. Bei meinen 3,5 Jahren Erfahrungen ist mir absolut klar, dass der Schlüssel zur Selbstverantwortung der Roma
über Bildung geht. Und Bildung ist in Rumänien, Ungarn und in diesen Ostblockstaaten ein teures Gut. Es gibt in dem Zusammenhang ja nicht so, dass jeder Roma gewillt ist, sich bilden zu lassen. Und das war auch ein Stück meiner Not, weil ich Menschen gesehen habe, Kinder gesehen habe, die weder in die Schule gehen wollten, noch in die Schule gehen durften. Woran liegt das, dass die Eltern die Kinder nicht in die Schule schicken? Es gibt Eltern, die ihre Kinder anbinden, damit sie nicht in die Schule gehen. Familie ist dort nicht wie bei uns einfach zu verstehen, sondern Familie heißt, eine Frau hat 10 Kinder von 3 verschiedenen Vätern. Die Väter sind nicht da, sie gehen keinen geregelten Beruf nach und die Mutter braucht zum Teil diese Kinder zu Hause, um den Rudel zu versorgen und ist gar nicht in der Lage zu sagen, ich leiste mir jetzt 50 Euro, wie in einem konkreten Fall in Roscha. Dort kostet ein Taxi, dass man von Roscha nach Schibiu hineinkommen kann, in der Woche 50 Euro. Können die nie aufbringen, selbst wenn sie es wollten. Und da traf ich den Pfarrer Eginald Schlattner in Roscha, seines Zeichen wirklich ein gestandener Mann, der mir ein Geschenk bereitet hat. Das war unglaublich. Ich habe nicht gewusst, dass es sowas gibt. 35 Jahre unterstützt der Roma-Jugendliche und ich war bei ihm und habe ihn besucht und habe ihn gefragt, wie er denn das gemacht hat. Und er fördert bildungswillige Roma und er hat in diesen 35 Jahren 480 Roma-Jugendliche Bildung ermöglicht, wovon nur 2 abgesprungen sind, genau indem er nur gefördert hat, dass sie in die Schule gehen konnten und nicht die Schule selber. Und die ganz spannende Geschichte war, das ist eine Langzeitstudie, die mir natürlich enorm fragend gemacht hat. Und ich habe ihn gefragt, wie haben sie denn die Jugendlichen gefördert? Und er hat gesagt, gar nicht. Die kamen selber. Das heißt, sobald der finanzielle Input da ist, sobald ihnen der Transport zur Schule ermöglicht wird, ist dann auch eine Bereitwilligkeit da. Schaut so aus. Oder? Aber man muss jetzt aufpassen, da gibt es Fallen in diesem Geschäft. Erste Falle ist, es muss überprüft werden, ob denn die wirklich in die Schule gehen. Woche für Woche. Und das ist jetzt sozusagen kein Geldsegen, der ausgeschüttet wird, sondern das funktioniert so, dass 50 Euro pro Woche fürs Taxi sind. Da muss nachgewiesen werden, dass das Taxi benutzt wurde. Dann gibt es den nächsten Part. Zu Weihnachten wird überprüft, warst du überhaupt an der Schule, wie schauen die Schulerfolge aus. Und eins ist klar, im Umgehen mit Roma ist es nicht ganz einfach, weil die einen auch übers Ohr hauen. Und in dem Fall, wenn ein Jugendlicher zum Beispiel nicht in die Schule geht, wird die finanzielle Zuwendung unterbrochen. Und wie wird das kontrolliert im Rahmen deines Bildungschecks, jetzt, ob dann wirklich das Geld auch dafür verwendet wird? Genau, mir geht's gut. Ich habe Partner, auf die ich mich verlassen kann. Dort in Rumänien. In Rumänien, der Pfarrer Eginald Schlattner kontrolliert das und bittet um Investitionsgelder, damit die Jugendlichen gefördert werden können. Der zweite Teil ist, 50 Euro gehen pro Woche für das Taxiunternehmen und 40 Euro sind notwendig, um das Kind von der Mutter freizukaufen. Freizukaufen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen arg. Es ist arg. Es ist so, dass es dort Kinder gibt, die nicht in die Schule gehen gelassen werden. Die werden sogar am Türrahmen angebunden. Und das ist jetzt auch diese Geschichte vom Bildungscheck, wo es darum geht, ich möchte, dass dieses Kind
Bildung erhält und ich möchte es aus der familiären Abhängigkeit befreien. Und die Mutter, ich habe mir von Geschichten erzählt, die sind wirklich haarsträubend, ich erzähle nur eine. Da kommt die Mutter und sagt, ja, mein Kind kann gerne in die Schule gehen, aber Cash jetzt auf die Hand am Anfang der Woche. Pfarrer Schlattner hat gesagt, da geht einmal gar nichts. Zuerst geht das Kind in die Schule und dann kriegst du das Geld, wenn das Kind in der Schule war. Und da braucht es auch ein gewisses Maß an Durchsetzungsfähigkeit, dass ich hergehe und sage, wenn das nicht geschieht, wird die Hilfe unterbrochen. Und das ist eines der Kennzeichen des Bildungschecks, dass es um sehr bewusste und gezielte Möglichkeiten gibt, diesem Kind zu helfen. Der Erfolg nach diesen 35 Jahren ist riesig. Bei diesen Kindern. Und das sind beileibe nicht alle Kinder, das sind maximal 10%, ich rede jetzt von einer dörflichen Struktur, in der dieses Geld angenommen wird, aber die rausgekommen sind in den 35 Jahren, sind sogar Ingenieure, Bauleute, Kaufleute, Handwerker. Ja? Das sind die Kinder, die vom Pfarrer Schlattner unterstützt wurden. Das sind die über 35 Kinder. Jahre. Und dieses Prinzip der finanziellen, also der Investition, um in die Schule gehen zu können, das greifst du jetzt im Bildungscheck auf. Genau. Und bringst es quasi nach Österreich, um auch, oder beziehungsweise suchst hier nach Unterstützung. Ich suche Investoren für Einzelkinder. Ich suche Investoren, ich habe einen Kindergarten in Schibio mit dem Pastor Sorin. Der Pastor Sorin ist der Gemeindepfarrer, hat einen Kindergarten und der Kindergarten ist unterstützt Roma-Kinder. So, was ist das Problem? Man muss den Kindergarten zuerst einmal fit machen, überhaupt für Roma. Weil eine der ganz wertvollen Dinge, um die es geht, ist die soziale Integration. Und das ist, glaube ich, gut verstehbar. Je früher man beginnt, desto eher kann diese Geschichte dann auf die Schule später übertragen werden, weil die Roma-Kinder, kann man sich mal vorstellen, da sind 10 Kinder, das ist ein Rudel, da geht mit einzelnen Betreuungen mal schon überhaupt nichts. Außerdem fehlen absolute Grundlagen wie Hygiene. Es ist sowas von dreckig. Ja? Und hier ist es aber so, dass sich durch Geld einiges bewegen lässt. Ein Beispiel, diese Familie da drauf, die da drauf ist, die, ja, wo ihr ein Interview gemacht hat, die habe ich gefragt, da ist zufällig auch der Vater dabei, wie denn das ist, warum sie ihre Kinder in die Schule schicken. Und ich dachte natürlich als gelernter Europäer wegen der Bildung. Weit gefehlt. Die hat klar gesagt, ja, sonst kriegt sie die Kinderbeihilfe nicht. Dann haben wir gedacht, selbst der Staat geht her und sagt, und das ist eine Regel, Usus dort, ein Monat, wenn ein Kind nicht in die Schule geht, dann wird die Kinderbeihilfe fürs nächste Monat gestrichen. Und damit ist Bewegung möglich. Und das ist jetzt die Geschichte auch für den Kindergarten, wo ich einen Kindergarten betreue, wo es jetzt darum geht, Roma zu rumänischen Kindern so zu integrieren, dass das ein Miteinander wird. Und diese Geschichten sind äußerst gezielt und auch abgesichert, wenn das Kind nicht den Kindergarten besucht, dann gibt es Konsequenzen. Vielleicht jetzt noch kurz am Ende würde ich noch gern darauf zu sprechen kommen. Die Roma sind ja eine Gruppe, die so in der öffentlichen Wahrnehmung doch oft vergessen werden, beziehungsweise auch kein gutes Image besitzen, vor allem in Europa. Wir kennen es auch von Salzburg, denkt man bei Roma oft an Bettler. Und denkt an die Bettelproblematik, die es gibt. Jetzt sind die nicht die Ersten, die uns einfallen, wenn wir sagen, wir spenden jetzt an bedürftige Menschen. Wieso ist es so? Wieso haben die Roma ein so schlechtes Image bei uns? Hast du da eine Erklärung? Ja.
Ja, schon. Die Begegnung mit einem Bettler ist ganz sicher nicht einfach. Und wenn dann jemand als Bettler eigentlich sozusagen eine Strategie hat, wo er eigentlich fordernd wirkt, dann verstehe ich das doppelt. Und dann überlege ich mir dreimal, warum kommt der denn daher und bleibt nicht zu Hause und arbeitet. Also habe ich mich im Zuge meiner Recherchen auch dort umgesehen und habe festgestellt, in den Regionen, wo ich bin und wo die herkommen, gibt es keine Arbeit. Es gibt überhaupt keine Arbeit. Es gibt überhaupt keine arbeitsmäßige Infrastruktur. Und ich habe wirklich voriges Jahr herausgefunden, in Ungarn, in Sajokasa, da sind zur Zeit, wie der Kommunismus zerbrach, 50.000 Arbeitsplätze von einem Tag auf den anderen erledigt gewesen und alle Kohlenminen haben geschlossen. Und jetzt gibt es 10.000 Arbeitsplätze, die wieder geschaffen wurden, kein einziger für Roma. Das heißt, man muss auch die Roma direkt dort, wo sie sind, wie du es jetzt mit dem Bildungscheck machen möchtest, unterstützen, um wiederum dieses Problem der Bettelproblematik, die wir in Europa haben, auch vorzubeugen und zu die Bettelproblematik ist nicht mein Hauptziel, weil das hat mit Bildung nichts zu tun. Also wenn der da sitzt und dann zum Beispiel Salzburger verärgert, dann muss er damit leben. Aber im Hintergrund weiß ich, dass die Chance, als hier ein Einkommen zu haben, tatsächlich wesentlich höher ist wie unten. Auch ich habe in Civio, muss ich sagen, wird auch gebettelt. Ja? Und auch dort geben Menschen Geld, damit die durchkommen. Aber solange er hier erheblich mehr erhält wie unten, wird uns diese Problematik, eigentlich diese Haltung, begleiten. Ich investiere in Bildung. Denn ganz sicher ist, wenn jemand Bildung hat, ja, und jetzt muss ich nur dazu sagen, was Bildung ist. In den Regionen gibt es normalerweise eine achtjährige Grundschule, die jedes Roma-Kind besucht, was rausschaut, sei dahingestellt. Aber dann gibt es zusätzliche Schulen, Berufsschulen, berufsbildende Schulen, Hauswirtschaftsschulen, die man dann nur in der Großstadt besuchen kann. Dort muss ich hinkommen. Ja? Oder ich mache ein Modell wie in Osman. Dort gibt es das Projekt Elias. Dort wird in der Region werden Strukturen geschaffen von Tischlerei, Bäckerei, Bildungsangebote, Hauswirtschaft, Schule habe ich jetzt gerade. Ja? Und die werden fit gemacht fürs alltägliche Leben. Ist unglaublich wichtig, weil das Hauptproblem, womit ich mich jetzt beschäftigt habe, war einfach die Frau im Romatum. Und das ist dort, wo ich war, pure Sklaverei. Wenn ich also den Selbstwert durch Bildung, und da, ich habe in Osman eine Bildungsinstanz, wo Hauswirtschaft unterrichtet wird, und dann fragt man sich, was muss man da unterrichten? Mhm. Das ist ganz einfach. Bügeln, Staubsaugen, Kochen und zum Beispiel Nähmaschine. Auf meine Frage, was ist das Problem? Na, ganz einfach, das gibt es alles zu Hause nicht, weil dort kein Strom ist. Mhm. Und auf einmal steht man da und muss sagen, ja du, das, wenn ich das durch bin und sage, ich gehe da arbeiten als Putzfrau oder Reinigungshilfe und kann mit keinem Staubsauger umgehen, bin ich durchgefallen. Mhm. Und dort muss man ansetzen. Und das ist das, was ich mit dem Bildungscheck als wirklich ein gelungener Weg aus der Armut fördere. Und das Spannende ist, mir wurde gesagt, dass genau das die Dinge sind, dass die Mädchen nicht mit 14 heiraten, weil sie zuerst was lernen wollen,
Und das ist dort unglaublich hoch im Kurs. Mit 14 heiraten heißt der Spruch, mit 28 Großmutter und dann alt. Über die Roma-Frauen beschäftigst du dich auch in deinem neuesten Film, der dann bald herauskommen wird. Da werden wir auch noch von dir hören, höchstwahrscheinlich. Ja. Wenn man dich jetzt unterstützen möchte beim Bildungscheck, funktioniert das über eine einfache Überweisung. Wir blenden auch in dem Moment gerade die Daten ein. Wer jetzt noch Fragen hat, wie das genau ausschaut, beziehungsweise noch näher Bescheid wissen möchte, kann sich auch bei dir melden, oder? Natürlich. Wir blenden jetzt auch deine E-Mail-Adresse ein. Ja. Sodass man dich noch kontaktieren kann. Weil natürlich, bevor man Geld gibt, möchte man immer wissen, wohin denn das kommt. Und du kannst natürlich dann genau sagen, zu welchen Familien oder wo genau die Investition dann und stattfindet. Und auf YouTube finden Sie auch noch einen Film von mir, Kurt Bauer, der Roma Bildungscheck. Da sehen Sie die miserable Lage der Menschen in Rumänien, aber es ist egal, es ist auch in Ungarn und in anderen Ländern, Bulgarien genauso. Und schlicht und einfach möchte ich Sie herzlich einladen, investieren Sie in Roma-Bildung. Und ich freue mich, wenn ich von Ihnen höre. Danke. Das sind ja schöne Schlussworte. Wir sind auch schon am Ende der Sendung angelangt. Kurt, danke, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Und danke an Sie fürs Interesse an der heutigen Periskop-Sendung. Wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder und ich wünsche im Namen des gesamten Teams frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Auf Wiedersehen.